Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Silly.xo. Sorry, gerade für den Anfang, die Kamera ist verrutscht mit dem Stativ. Ja, ich und meine Schwester waren heute im Kick und haben ein Tauschpaket eingekauft. Sie für mich und ich für sie. Ja, das wollen wir uns heute einfach mal übergeben. Ich packe in meinem Video ihrs aus, also was ich kriege. Und sie in ihrem Video packt sie ihrs aus von mir. Ja, da brauchen wir eigentlich gar nicht so viel reden. Legen wir direkt los. So, wir haben das in die Tüte und ich hab's jetzt bekommen. Hier steht auch schon der Zettel. Also, ich hole jetzt einfach mal eins raus und dann schaue ich einfach mal, welche Nummer. Und dann schauen wir mal auf den Zettel, ja, welche Nummer das ist. Okay. Ich habe hier einmal das Geschenk, also so verpackt. Und das ist genau die Nummer 1. Das steht hier. So, gehört das hin? Ja, und da steht lecker. Lecker. Dann schauen wir mal. Ich kann es auch mal hier so hochheben. Juhu, ich hab sie. Ja, ich bin gerade so ein Unicorn-Fan. Die habe ich auch gesehen, aber ich habe gedacht, nee, ich lasse es lieber mal, weil keine Ahnung warum. Ja, und jetzt habe ich sie, aber was ich nicht verstehe, warum da lecker steht. Vielleicht, weil es ja für Essen ist. Also, weil es ja eine Feschbardose ist. Ich habe keine Ahnung, einfach mal, ich kann sie es nachher fragen und ihr sagen, aber jetzt habe ich sie. Ja, da ist ein Unicorn drauf mit einem Regenbogen. Okay, das war Nummer 1. Oh, ich mich gerade erschrocken. Das scheiß Stativ ist kaputt gegangen. Noch im Urlaub, aber jetzt hebt's. Ja, jetzt hole ich mal noch mal eins raus. Und, ui, da klebt. Da steht jetzt, glaube ich, keine Nummer drauf. Ah, hier. Das ist die Nummer 5. Ich setze mal aus. Achso, die Nummer 5 ist mega cool. Okay. Dann schaue ich mal, ob es mir auch gefällt. Und ob ich es cool finde. Oh Gott, 1, 2, 3. Alter, das ist ein Schlampermäppchen. Ja, das ist ein Schuh. Und das kann man hier so aufmachen und da kann man das Zeug rein. Oh mein Gott, das ist geil. Ja, der ist echt cool. Ja, der glitzert hier auch. Ja, ich finde den auch sehr, sehr cool. Also, sie hat echt coole Sachen eingekauft. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das war nur noch 5. Mal schauen. Da steht die Nummer. Also, so ist die Form. Und das ist die Nummer 4. Für trockene Haut. Packe ich das auch mal aus. Ist gleich überall so zusammen verpackt mit einem Tesa. Strich oder wie man das nennt. Ich fasse jetzt einfach mal so rein. Creme. Und da ist auch wieder ein Unicorn. Oh, ich bin gerade so ein Unicorn-Fan. Also echt cool. So, das ist eine Unicorn-Creme. Ich rieche gleich mal dran. Also riechen tue ich jetzt nicht, aber ich glaube, das ist noch von innen verpackt. Ja, das war die Nummer 4. So, Nummer 2 habe ich ausgepackt und das ist, braucht man für die Schule und das ist ein Riesenradiergummi. Der ist geil und da steht, nobody is perfect. Er ist pink, also, weil das Thema ist, hatten wir ja pink, das habe ich euch noch gar nicht gesagt. Also das Thema war pink. Ja, das ist der nobody is perfect Radiergummi. Das vorletzte Geschenk kommt jetzt. Achso, nee, das ist das letzte und es kann ja nur noch die Nummer 3 sein, weil sie kam noch nicht dran. Und das ist klein, aber fein.
Okay, den Spruch kenne ich. Geil. Wieder ein Unicorn-Zeug und zwar ein Lippenbalsam. Meine Lippen trocknen gerade immer so aus. Und jetzt habe ich einen Lippenbalsam. Ja. Auch wieder ein Einhorn. Boah, ich bin gerade so Einhorn-Fan. Ja, da steht, hier hinter steht Lippenpflege. Und ich glaube, hier unten ist die Öffnung. Ja, das war die Nummer 3. So, das war's jetzt eigentlich auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne mal einen Daumen nach oben. Und einen riesen Dank an meine Schwester. Ja, ich bin echt zufrieden mit dem ganzen Zeug. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!